in der Klinik am Südring. In Deutschland gibt es knapp 2000 Krankenhäuser mit jährlich mehr als 19 Millionen Patienten. Dabei bekommen es die Klinikteams mit den unterschiedlichsten Krankheiten und Unfällen zu tun. Auf der internistischen Station der Klinik am Südring besprechen Dr. Christian Sonnenberg und Pfleger Ugur gerade einen Fall, als ein junges Paar zu ihnen kommt. Die Frau braucht dringend Hilfe, denn sie hat eine akute Lähmung und kann nicht mehr gehen. Oh, hallo. Die kommt von der Notaufnahme. Die haben sie hochgeschickt. Ja, aber was ist dann los? Die haben sie bestimmt nicht so hochgeschickt, nehme ich an. Ja, sie konnte eben noch laufen, aber jetzt kann sie gar nicht mehr laufen. Sie hat was am Fuß. Kommen Sie mal. Kommen Sie mal mit. Geht das noch? Ja, die hatten keinen Rollstuhl parat, weil da gerade 5 Notfälle reingekommen sind. Deswegen sind wir zu Fuß gegangen und jetzt können sie gar nicht mehr laufen. Nehmen Sie mal ein bisschen die Akte. Wie in Schwellenländern hier im Moment. So, was denn? Was ist denn passiert? Haben Sie was mitgekriegt? Warte, ich schau mal ganz kurz rein. Heute Morgen hat sie im Fuß kein Gefühl mehr gehabt. Und dann sind wir jetzt in die Notaufnahme gefahren. Da wurde schon ein Bluttest gemacht und EKG. Und jetzt konntest du halt gar nicht mehr laufen auf dem Weg hier. Und das ging plötzlich mit dem, oder kam das schnell, dass da kein Gefühl drin war? Nein, es war heute Morgen erst so ganz langsam, so ein bisschen wie eingeschlafen. Ich darf mal gucken, ob da Pulse sind. Einen Moment. Also das können Sie jetzt nicht bewegen? Nein. Was, den ganzen Fuß? Ja, oder? Ja, den ganzen Fuß. Probieren Sie mal hochzuziehen. So. Das Bein an sich können Sie aber hochheben. Ja, nur, nee, es ist nur im Fuß. Für akut auftretende Lähmung gibt es immer sehr viele Gründe. Die können vom Rückenmark kommen, die können vom Kopf her rühren. Damit gibt es infektiöse Ursachen dafür. Lähmungen können aber auch durchaus ganz weit peripher sozusagen von Nervenschäden herrühren. Haben Sie denn irgendwas Besonderes gemacht? Sind Sie hingefallen? Nee, eigentlich nicht. Also jetzt, wir waren vor 3 Wochen noch im Urlaub, da war auch noch nichts. Ja. Und jetzt, nee, also war nichts zuletzt. Also, nichts Besonderes? Nee. Okay, im Urlaub auch nichts Besonderes gemacht, kein Unfall, kein... Haben Sie denn irgendwelche Wunden am Körper? Ja, also im Unfall, wir haben mit so einem kleinen Hund da ein bisschen gespielt. Der hat mich ein bisschen am Fuß gezwickt, aber das war jetzt nichts Wildes. Ja, das war so ein ganz kleiner Hund. Wir wussten nicht, ob er vom Hotel ist. Er hatte keinen... Also wo nichts waren Sie, sagen Sie auf welchem? In Tunesien waren wir. Aha. Da hat sie einen Hund gebissen. Ja, so ein Hund. Ganz leicht an der... Da sieht man denn da was? Ja, so ein... Haben ja, Sie das behandeln lassen? Das ist ja her, das ist ja nicht uninteressant. Interessant, ja, perfekt. So, bringen Sie uns aber jetzt ein bisschen in Verlegenheit. Ich meine, natürlich kann es sein, dass durch den Biss da selber Nerven geschädigt sind. Dafür sieht die Wunde allerdings jetzt nicht spektakulär genug aus, würde ich fast sagen. Oder war das auch viel tiefer noch? Nee, das war nicht so. Das war nur ein kleiner Kutscher. Ja, gut, man muss natürlich bei Lähmungen und so. Sie wissen, in anderen Ländern der Welt ist auch noch sowas wie Tollwut häufig. Bei uns ist das eher die absolute Seltenheit. Ja, nun, das ist ja nicht, nur weil es das bei uns in Deutschland ja, nicht der gibt. Hund, der hat keinen Schaum vom Mund, der war total lieb. Ja, das heißt aber nicht. Der muss nicht in seiner aktiven Phase quasi. Und wenn man doch mal in welchem Stadium da man ist, aber das ist natürlich dann nicht unerheblich. Also beweisend für die Tollwut ist eigentlich mehr oder weniger nur der direkte Erregernachweis oder Antikörpernachweis. Das sind aber alles Untersuchungen, die ein paar Tage in Anspruch nehmen. Und wenn wirklich hochgradig ein Verdachtsmoment besteht, sollte man auch diesbezüglich schon handeln. Dann wiederum gibt es natürlich Sachen, die auch im Gehirn schiefgehen können. Am häufigsten oder am bekanntesten ist sowas wie Multiple Sklerose. Das kann natürlich auch schon mal plötzlich Lähmungen machen. Da habe ich jetzt in dem ersten Bild keinen Anhalt für gesehen. Aber manchmal sind das auch so diskrete Veränderungen. Da müsste man gegebenenfalls noch mal mit einem MRT nachsetzen. Ne? Ich würde allerdings fast empfehlen, da sie immerhin den Hundebiss in der Anamnese hat, dass wir zumindest mal vorsichtshalber sie nicht hier auf einer peripheren Station lassen, sondern dass wir sie vielleicht vorläufig doch erstmal auf unsere Überwachungsstation, auf eine Intensivstation nehmen. Ne? Okay. Nur prophylaktisch, ne? Nicht, weil sie mir jetzt gerade Sorgen machen, aber damit es, ne, das muss schon gewürdigt werden. Ne? Sonst fehlt ihnen aber nichts. Sie haben keine Grunderkrankung, gehen Sie zum Arzt wegen irgendwas? Eine ganz leichte Erkältung, vielleicht von der
Klimaanlage im Zimmer, aber jetzt ja, das nicht, okay, nicht. Aber das hatten Sie jetzt nicht. Sie sind nicht immer erkältet. Nein. Das war kurz nach dem Urlaub, war es halt kurz erkältet, ja. Ganz leicht nur. Die junge Dame hat außerdem in ihrer Geschichte einen anderen guten Grund dafür geliefert, warum sie Lähmungen kriegen könnte. Und zwar hat sie gesagt, dass sie einen Infekt der Atemwege hatte. Sie sagte von der Klimaanlage. Nun ist es allerdings so, dass bei manchen Leuten das Immunsystem so durcheinander gebracht wird durch so einfache Infekte, dass sich der eigene Körper gegen die eigenen Nerven wendet. Im Sinne von einer sogenannten Autoimmunerkrankung. Und da gibt es das sogenannte Guillain-Barré-Syndrom, was sehr häufig ist, wo man auch durchaus Lähmungserscheinungen oder vornehmlich, das ist quasi das führende Symptom, Lähmungserscheinung bekommen kann. Innerhalb von Stunden kann sich das Krankheitsbild entwickeln und verschlimmern. Die junge Frau wird deshalb sofort auf die Intensivstation gebracht. In der Zwischenzeit trifft auch ihre Mutter ein. Sie wurde vom Krankenhauspersonal verständigt. Noch immer ist unklar, was genau die Lähmungserscheinungen der jungen Frau verursacht. Was ist mit dir? Sonnenberg, genau. Hallo. Das ist doch nicht wirklich toll, gut, oder? Das kann ich in dieser Sekunde natürlich nicht sagen, weil ich da ja nicht. Das ist keine Blickdiagnose, wissen Sie? Das sagt man nicht so von jetzt auf eben, sondern da müssen wir Laboruntersuchungen abwarten. Aber tatsächlich ist es so, dass das linke Bein also zunehmend gelähmt ist, ne, und sie dort auch keine Reflexe mehr hat. Ne. Am Rücken hatten sie aber noch nie was. Nein. Das andere ist, dass sie auch einen Infekt der Atemwege. Oh nein! Der Zustand der 24-Jährigen verschlechtert sich. Zusätzlich zum linken Bein ist nun auch der Rachenraum gelähmt. Die Patientin kann nicht mehr schlucken und Speichel blockiert ihre Atemwege. Das Ärzteteam muss sofort handeln, damit die Patientin wieder Luft bekommt. Verstehen Sie mich? Ja, ne? Kopf ein bisschen höher halten, bitte. Als Frau Wolf plötzlich anfing zu speien, war ich schon in Alarmbereitschaft. Hab versucht, den Kopf hochzuhalten, dass sie sich nicht verschluckt. Hab sie abgesaugt. Dann ging es zum Glück besser. Können Sie sagen, was passiert ist? Ich greife mal unter ihn. Können Sie mir das sagen? Schluck zu schlecht. Können Sie den Oberkörper jetzt auch schlechter bewegen? Sie? Ja. Helfen Sie meiner Tochter. Soll die Hand mal bitte hoch, ja. Emma? Die Lähmung breitet sich gefährlich schnell im Körper aus. Dr. Christian Sonnenberg muss die Ursache finden, um sie zu behandeln und den Prozess zu stoppen. Zur weiteren Analyse entnimmt er Flüssigkeit aus dem Lendenwirbelbereich. Das wichtigste diagnostische Instrument, um eine akute Nervenentzündung oder auch Tollwut und ähnliche Erkrankungen nachzuweisen, Nervenerkrankungen nachzuweisen, ist, dass man eine sogenannte Nervenwasserentnahme macht. Das heißt auch Lumbalpunktion. Sprich, da positioniert man die Leute entsprechend, dass man zwischen den Wirbeln hinten am Rücken mit einer Nadel vorgehen kann und dann Nervenwasser direkt abtropfen lässt. Okay, gut. Jetzt geht's wieder auf den Rücken. Und das wollen Sie gut bewässern gleich, ne? Ja, ich wollte jetzt die Infusion direkt dran machen. So, wenn Sie mich verstehen, machen Sie mal einmal blinken, bitte. Okay. Wir gucken jetzt, ganz wichtig ist zu wissen, was da in dem Nervenwasser drin ist. Das sah erstmal normal aus, das ist schon mal gut. Ne? Wenn es akute, meinetwegen bakterielle Entzündungen sind, dann ist das auch schon mal trüb, flockig. Ne? Das sah jetzt ganz klar aus wie Mineralwasser, das ist schon mal ganz gut. Ne? So, ich habe schon mit Ihrer Tochter gesprochen. Also sie versteht uns soweit, ich kann es durch Blinzeln im Moment sich gut mitteilen. Genau, wir müssen auf jeden Fall die Ergebnisse abwarten. Vorher würde ich mich auch nicht hinreißen lassen, da irgendwas zu sagen. Wir gucken, dass wir zeitnah noch so eine Nervenmessung machen und mehr können wir im Moment nicht tun. Außer alles, was da kommt, symptomatisch zu behandeln. Ne? Darf ich bei meiner Tochter bleiben? Wegen mir gerne. Wenn Sie da, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, ja, ist einmal blinzeln und nein, wäre zweimal blinzeln. Im Moment können wir leider dann nicht mehr tun. Ne? Okay. Okay. Also ein bisschen sprechen geht's, aber schwierig. Ne? Bis später, ja? Es bleibt immer einer bei ihr. Sie brauchen da keine Sorge haben, dass wenn was ist, wir sofort absaugen können oder sonst ergreifen. Was kann man denn jetzt machen? Weil ich habe gelesen, dass die Krankheit eigentlich immer tödlich ausgeht. Ja, Sie sagen jetzt die Krankheit. Welche soll es sein? Ne? Ja, wenn man hört Tollwut und dann sowas liest, dann. Ja, ist ja auch richtig.
Ich kann auch nicht ausschließen, dass es das ist. Aber ich würde trotzdem Ihnen empfehlen, nicht direkt vom Schlimmsten auszugehen. Ne? Ja, okay. Wenn die echte Tollwut schon klinisch fassbar ist, sprich, wenn die Leute in Rage sind, wenn der Speichel fließt, dann ist es tatsächlich so, dass die Erkrankung, so ist das alte Dogma, tödlich verläuft. Das ist auch, das geht nahezu an die 100%, diese Quote. Allerdings gibt es neuerdings auch Einzelbehandlungsversuche, gerade von Übersee her, wo man auch therapeutische Sachen mit besserem Ergebnis machen kann. Ob die junge Frau tatsächlich infiziert ist, zeigt die Analyse des Nervenwassers. Doch das wird einige Stunden dauern. Auf dem Rückweg zur internistischen Station trifft Dr. Sonnenberg auf Krankenschwester Mira und Pfleger Ugur. Sie verlegen gerade einen Patienten, der sich seltsam verhält. Sie kommen jetzt auf Normalstation, auf die Innere, ne? Gott sei Dank. Ja. Ich muss doch irgendwie zu meiner Frau. Ich habe meiner Frau doch was angetan. Ja, die wird ja auch da sein, ne? Was haben Sie Ihrer Frau? Was war denn? Was erzählen Sie denn? Aber ich war doch eingesperrt. Herr Ernst war im Koma bei uns. Also ja. Lag jetzt einige Zeit im Koma, ist jetzt wieder wach seit kurzer Zeit. Was erzählen Sie denn die ganze Zeit? Ich muss zu meiner Frau. Eigentlich bin ich von einer gewöhnlichen Fahrstuhlfahrt ausgegangen. Dann hat sich plötzlich so zugetragen, dass der Patient, der gerade verlegt wurde von der Intensivstation auf eine Normalstation, man muss sagen, so wahnhafte Zustands- oder Verhaltensweisen gezeigt hat. Sprich, erwähnte sich in einer ganz anderen Welt, einer traumartigen Welt und hat offenbar Angst gehabt, dass seiner Freundin oder Frau gerade akut etwas zustößt, beziehungsweise dass sie ja, getötet wird. Nein, Herr Ernst, das ist die Vigo gerade rausgerissen. Ich hab Handschuhe. Also haltet ihr mal ein bisschen fest, bitte, sonst... Probieren Sie trotzdem ruhig zu bleiben. Nee, lassen Sie mich hier raus. Schieben wir einmal aus dem Aufzug raus. Ich mache auf dem Flur direkt einen Druckverband. Alles gut, Herr Ernst, alles gut. Versuchen Sie sich zu beruhigen. Ist die Fernbedienung runtergefallen? Ja, aber vielleicht schauen Sie sich ihn selber an. Ich habe einen Kompresse dabei. Was ist denn los? Geht's dir los? Ja, der hat gerade so einen kleinen Ausnahmezustand. Einmal bitte drücken mit der anderen Hand. Was ist denn los? Er hat gerade irgendwie gedacht, er hätte ihm was getan oder angetan. Daraufhin hat er sich fürchterlich erschrocken. Was ist denn? Dabei die Vigo rausgezogen. Mach mal einen Druckverband. Ich muss das leider ganz stramm wickeln. Das können wir später so in der Stunde wieder abmachen, damit die Blutung gestoppt ist. Okay. Beruhig dich, alles ist gut, alles ist gut. Du wirst dir gut versorgt. Gut, dass Sie jetzt hier standen, sehr gut. Ja, man hat schon mal so Ausnahmezustände, ne? Dass Sie müssen bedenken, wer so ein bisschen, wer im Koma lag ein paar Tage, ne? Kann manchmal so fantastische Gefühlszustände haben, dass er denkt, er wäre gerade irgendwo anders, irgendwas anders wäre passiert. Und du bist hier. Genau, ich glaube, er hat sich gerade etwas Sorgen um Sie gemacht. Oh je. Jetzt müsst ihr leider gleich mal die Bettwäsche wechseln. Ich muss wieder auf Intensiv, ja? Okay, Tut mir leid. Kein Problem. Die realistischen Träume verschwinden mit der Zeit. In ein paar Wochen wird sich der ehemalige Koma-Patient kaum noch daran erinnern. Abends schaut Dr. Christian Sonnenberg wieder nach seiner Patientin mit Verdacht auf Tollwut. Mittlerweile sind die Laborergebnisse da. Wir haben Ergebnisse von der Nervenwasseruntersuchung. Also es sieht tatsächlich so aus, wir gehen jetzt mal von den häufigeren Dingen aus, dass es ein sogenanntes Guillain-Barré-Syndrom ist. Wie es so schnell ist, ist ein Eigenname nach einem französischen Herrn offenbar. Das heißt, das ist auch im Volksmund nicht so verbreitet, aber das ist eine Nervenentzündung, ne, die typischerweise aufsteigend Lähmungen hervorruft, so wie wir es auch gesehen haben bei Ihrer Tochter. Und in den meisten Fällen ist es so, dass es sich absteigend auch wieder zurückbildet, die Lähmung. Das Tollwutthema ist jetzt komplett raus. Das sieht im Moment so aus. Natürlich gibt es noch genauere Nachweise, dass man es ausschließt. Das dauert aber. Das können die nicht innerhalb von Stunden machen. Ne? Das dauert. Aber dann wird man eigentlich ein anderes Erstergebnis erwarten, wenn es Tollwut wäre. Etwas untypisch war es bei Ihnen, müssen Sie wissen, normalerweise ist das symmetrisch beidseitig, dieses Guillain-Barré-Syndrom. Aber es gibt auch etwas seltenere Fälle, wo das nur einseitig ist. Wenn wir jetzt von der Tollwut ausgehen, Sie haben ja auch nicht typische Tollwut-Symptome, sind ja vom Kopf her quasi normal. Jemand, der wirklich Tollwut hat, der ist natürlich auch in Rage und benimmt sich, wie der Name schon sagt, etwas anders. Aber auch da gibt es die sogenannte stille Wut, dass man quasi nur auf Rückenmarksebene Entzündung hat und nur Lähmung hat. Das gibt es auch. Ne? Ist aber
Sie sind so oder so etwas Besonderes im Moment, aber wir sind noch ganz guter Dinge. Die Dame wird mit hochgradigem Verdacht auf das Guillain-Barré-Syndrom anbehandelt mit Antikörpern. Wenn man das Guillain-Barré-Syndrom unbehandelt belässt und man eine schwere Verlaufsform erleidet, ist es tatsächlich so, dass die Leute einfach ersticken. Das andere ist, dass durch die Beteiligung von vegetativen, also autonomen Nerven, die quasi sowas wie Blutdruck, Herzfrequenz regeln, dass die gänzlich durcheinander geraten und man dann entweder, dass das Herz quasi wie stehen bleibt oder viel zu wenig schlägt oder das Gegenteil, dass es viel zu viel tut. Doch weitere Tests bestätigen, die Frau leidet unter diesem Syndrom. Woher sie das hat, lässt sich nicht nachvollziehen. Doch nun kann es gezielt behandelt werden. Sie erhält Antikörper und schon nach wenigen Tagen klingen ihre Lähmungserscheinungen ab.